Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Lesson of the Week. Diese Woche geht es wieder mal um das Thema Jazz und Swing, diesmal in der Taktart 5 Viertel. Zu ungeraden Metern habe ich schon mal basismäßig eine kleine Reihe gemacht. Da habe ich dir unten die entsprechende Lesson zum 5 Viertel Takt verlinkt. Da kannst du mal nachschauen, wie das grundsätzlich funktioniert. Dann ist das, was ich heute mache, nicht ganz unbekannt. Auch zum Thema Jazz und Swing habe ich schon das ein oder andere gemacht, zum Beispiel die Basislesson der Swing, das habe ich dir auch unten verlinkt, dann kannst du das mal anschauen. Jetzt aber zu dem Thema 5 Viertel Jazz und Swing Grooves. Warum das überhaupt? Nun, einer der bekanntesten Jazz Standards ist das Stück Take 5 von Dave Brubeck, beziehungsweise geschrieben hat das Paul Desmond, das war der Saxophonist im Dave Brubeck Quartett. Und dieses Stück ist, wie der Name schon sagt, in 5 Viertel. Also der Titel Take 5 ist da Programm. Es ist in 5 Viertel gehalten. Und das war ein sehr, sehr erfolgreiches Stück. Das war auf dem Album drauf, das ich in den 50er Jahren, ich glaube 57 ist das erschienen, über 1 Million Mal verkauft hat. Das war das bis dahin erfolgreichste Jazzalbum aller Zeiten. Es gibt relativ wenig Künstler, die diesen Status dann später noch erreicht haben, unter anderem zum Beispiel Miles Davis und vielleicht noch Diana Krall. Aber sonst gibt es da nicht sehr viele. Und deswegen ist dieses Stück Take 5 eben ein Klassiker und viele Leute kennen das, wissen aber gar nicht, wo das herkommt. Das ist wirklich ein Ohrwurm. Die Melodie wirkt auch nicht nach 5 Vierteln. Das ist auch immer ganz wichtig bei solchen ungeraden Metern. Man sollte eigentlich dem Stück nicht anmerken, dass es was Ungerades ist. Jetzt, wie spielt man 5 Viertel als Jazz- und Swing-Groove? Auch hier ist es wieder so, dass die Basis das Reitbecken bildet. Und da spielen wir ganz einfach mal Viertelnoten. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist natürlich noch nicht schwer. Wichtig ist, dass man hier das wie ein Swing spielt, also nicht 1, 2, 3, 4 hart, wie jetzt zum Beispiel im Rock, also gerade, sondern immer ganz locker, federnd, leicht. 1, 2, 3, 4. Und dann einfach mal anfangen, in 5 dazu zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Als nächstes schauen wir uns dann mal die Fußostinati dazu an. Das sind Grundlagenfiguren, die immer gleich bleiben. Und da strukturieren wir das Ganze. Als Fußostinato spielen wir da eine Kombination aus Zweier- und Dreiergruppen. Wir gehen also her und wechseln ab. Bassdrum und die Hi-Hat als Antritt. Und im ersten Beispiel haben wir dann die Bassdrum auf der Zählzeit 1 und 3 und auf den Zählzeiten 2, 4 und 5 spielen wir die Hi-Hat angetreten. Das geht also so, 1, 2, 1, 2, 3. Und das kann man auch zunächst mal einfach separat üben, bis das geht. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 oder 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, ob du jetzt hier zählst 1, 2, 1, 2, 3 oder 1, 2, 3, 4, 5, ist eigentlich egal. Du kannst das so machen, dass es für dich leichter ist. Also wenn dir die Zweier- und Dreiergruppierung einfacher fällt zu zählen, dann machst du das bitte so. Und dann kommt natürlich noch das Reitbecken hinzu. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1. Und das kann man natürlich auch herumdrehen. Das heißt, du kannst mit dem Dreierteil beginnen. Da haben wir die Bassdrum auf 1 wieder. Und die nächste Bassdrum kommt dann aber erst auf 4. Und auf 2, 3 und 5 spielen wir dann die Hi-Hat angetreten. Das wäre dann das hier. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Oder 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1,
2. 1, 2, 3, 1, 2. Und das sind die beiden Basisunterteilungen, die man da in den Füßen als Ostinato hinzuspielt. Auch das bitte lange üben, bis das wirklich sicher geht. Oder die andere Variante. Dass man da einfach sehr locker spielen kann und da nicht durcheinander kommt. Und das ergibt dann auch eine gewisse Herausforderung, was Unabhängigkeit angeht. Das war jetzt wieder die Kurzversion zu aktuellen Lesson of the Week. Hier habe ich dir die Basis gezeigt. Also zunächst mal die 5/4-Reitfigur, Viertelnoten und die Bassdrum- und Hi-Hat-Ostinato-Figuren, die ich da verwende. In der Vollversion nehmen wir dann noch quasi die Swing-Figuren komplett hinzu mit Shufflen auf verschiedenen Zählzeiten und natürlich noch echte Grooves inklusive der Snare. Das findest du alles auf meinem kostenlosen Mitgliederbereich. Falls du noch nicht Mitglied bist und dich da anmelden möchtest, findest du jetzt hier oben im i einen Link auf meine Start-Homepage. Da gibt es ein Anmeldeformular zur aktuellen Lesson of the Week. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann lass mir bitte einen Daumen nach oben da. Das hilft mir weiter und freut mich auch. Solltest du noch nicht Abonnent meines YouTube-Kanals sein, dann kannst du dir jetzt das unten im Wasserzeichen oder auf dem YouTube-Symbol nachholen und dann verpasst du da auch nichts mehr. Man kann meinen Unterricht hier auf Patreon unterstützen. Da findest du jetzt auch hier im i alle Informationen dazu. Und ein ganz großes herzliches Dankeschön an meine Unterstützer auf Patreon. Solltest du Interesse an persönlichem Unterricht haben, dann findest du jetzt hier nochmal im i alle Informationen zum Thema Skype Lessons. Schau dir das einfach mal an. Vielleicht ist das was für dich und wir sehen uns vielleicht auf diesem Weg. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Lesson. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin viel Spaß und nicht vergessen, start drumming!